mich hat eigentlich nicht überrascht, dass wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Also, und das ist, glaube ich, das Schlüsselproblem, das wir haben, und das ist das typische Schlüsselproblem, das man generell in Strategieprozessen hat. Man hat eine übergeordnete Ebene, also so eine globalgalaktische Ebene, dann hat man so zwischenstrategische Säulen, wie dann zum Beispiel heißen würden Ressourcennutzung, und dann geht man unter diesen jeweiligen Säulen in die Feindeklination, also zum Beispiel bei Ressourcennutzung, was würde das bedeuten für Texturierung, für Prozessierung, für Sicherheit und so weiter. Aber das Problem, das wir haben, das schlägt mir jedes Mal ins Gesicht, ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren und diese Ebenen zu einem Gesamtbild bisher nicht zusammenfinden und wir deswegen auch nicht zu einem entsprechenden Strategieprozess der verschiedenen Stakeholder kommen, weil eben diese verschiedenen unterschiedlichen Ebenen nicht zusammenfinden und zu viele reden. Ja, also wir müssen ein Stück weit antizipierbares Denken, das ist ganz klar. Also Dinge, die man schon relativ einfach erkennen kann. Also dass zum Beispiel wir jetzt eine Wasserverknappung in bestimmten Regionen haben oder Überschwemmungsszenarien in anderen, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist und dass wir diese Wahrscheinlichkeiten stärker in unsere Planungen eingehen lassen. Aber was wir auch tun müssen, ist, ich sage immer, das undenkbare Denken. Also auch Dinge mitdenken, die wir vorher gar nicht antizipiert haben, die aber eigentlich durch jemanden, der zum Beispiel technologieagnostisch ist oder situationsagnostisch eingebracht werden könnte. Beispiel Corona-Krise. Wir waren alle total überrascht und total geplättet und es schien vom Himmel zu fallen, aber es gab ja genug Personen, die eine solche Infektionskrise vorausgedacht haben. Und das Problem ist, dass wir im Moment immer noch in so einem Modus sind, ja, da gibt es diese Warner und diese Rufer und diese Krisenzeichner. Lass die mal reden, es wird ja hoffentlich so nicht kommen. Und ich denke, das ist etwas, was wir jetzt wirklich gelernt haben müssten, dass man solche Szenarien denken muss, um dann davon abzuleiten, was wären denn die Top 5 wichtigsten Dinge, die man bereit haben müsste und wäre es nur vorgedacht schon in der Schublade.